Hey, ihr werdet es kaum glauben, aber ich bin heute mal in Barcelona und will mal einen richtig nicen Burger mir reinziehen. Und die gibt es hier bei De Paula im Hintergrund. Da gehe ich jetzt gleich mal rein und hole mir einen Burger. Und ja, den Laden könnt ihr vielleicht auch mal auschecken. Ich zeige euch gleich mal, wie der Burger aussieht und wie das so schmeckt hier. Also, bis gleich. Also ich bin jetzt hier drin im Burgerladen und habe mir einen, wie heißt der Burger, Copacabana Burger bestellt und bin mal gespannt, wie der so schmeckt. Ups, draußen regnet es ganz schön. Und zu trinken habe ich mir schon mal hier dieses Craft Beer geholt. Ja, das sieht ganz gut aus. Espiga. So, das ist jetzt hier dieser Copacabana Burger. Also wirklich nice hier. Mit so richtig, das Fleisch ist so richtig grob gewolft. Also so wie es eigentlich sein muss. Medium rare. Und wirklich total lecker, mit Käse überbacken und Tomate und Salat. Total genial. Und dazu hier so ein Craft Beer, was eher wie so ein, ja, so ein Dark Ale ist. Passt komplett gut, also. Und auch hier, also da stimmt alles. Kann man wirklich sich nicht beschweren. Der Bun ist schön soft und noch hier mit so, mit Mohn drauf und so. Also wirklich, wirklich gut. Vor der Casa Milà, das ist der Hintergrund, das ist ein Monument, was von Gaudi gebaut worden ist. Also wer hierher kommt, am besten unter der Woche mal vorbeischauen. So, jetzt muss man hier ewig warten, bis man da mal rankommt oder mal auch rein kann. Aber wirklich interessant. Eben habe ich mir hier so eine leckere Pita mit Hummus geholt. Also bin mal gespannt, wie es schmeckt. Jetzt suche ich mir mal einen schönen Spot, wo ich das essen kann. Also wirklich nice hier. Und total nette Leute in dem Laden. Den könnt ihr echt mal auschecken. Oder bei dem Bunker von Barcelona, das ist ein ganz toller Aussichtspunkt. Da kann man mit dem Bus hochfahren. Also, das müsst ihr euch mal geben. Ja, jetzt war ich mal in diesem Bunkermuseum, ist auch ganz interessant. Das ist unterhalb von dem von der Aussichtsplattform. Da kann man ein bisschen was über die Geschichte erfahren.
hier am Strand in Barcelona und muss sagen, heute ist mal richtig stürmisch. Aber das hat auch den Vorteil, dass es hier richtig frische Luft ist. Hier sind gerade ein paar Kitesurfer zu sehen. Also wirklich nice hier, mega nice. Ich bin in so einer kleinen Gasse mal unterwegs in Barcelona. Wirklich cool hier. Also das ist das Viertel Born, heißt das. Also da gibt es wirklich sehr schöne Ecken hier. Was ihr unbedingt mal machen müsst, wenn ihr in Barcelona seid und ein bisschen auf dem Foodtrip seid: Gönnt euch mal ein paar Tapas. Hier bin ich in einem sogenannten Pincho-Laden. Da gibt es diese Pinchos, das sind Baguette-Slices mit einem Zahnstocher drin, einem Spieß, einem Pincho. Deshalb heißen die Teile so. Die kosten pro Stück 2 Euro. An der Kasse gibt man da einfach die Spieße ab und die zählen das dann so zusammen. Dazu trinkt man ein Bierchen oder einen Wein und genießt das einfach mal. Das ist so eine Sache, das ist jetzt kein richtiges Abendessen, das sind eher so Snacks, die man mal beim Trinken zu sich nimmt. Kann man mal nebenbei machen, das gibt es auch bis spät in den Abend hinein dann. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Gönnt euch das einfach mal, wenn ihr in Barcelona seid. Also ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, ich bin ja in Barcelona im Moment. Und heute mache ich mal einen kleinen Ausflug zum Parc Güell. Das Wetter ist leider nicht so besonders. Wir haben auch Mitte November jetzt schon und ist na klar besser als in Deutschland, aber es ist regnerisch und halt nicht ganz so warm heute. Aber ist okay. Und da habe ich mir gedacht, fahre ich heute mal mit dem Bus zum Parc Güell
und schaue mir mal da die Skulpturen und Gebäude von Gaudi an, die Gaudi gebaut hat. Ich habe ja die Woche schon mal das eine oder andere Gebäude von Gaudi besucht gehabt, wo ich vorbeigelaufen bin. Da habe ich die Bilder ja auch schon hochgeladen davon. Und heute schaue ich mir mal zusammen mit ein paar Kumpels hier aus Barcelona den Park Güell an. Da kann man auch gratis reingehen, aber heute werden wir mal den Eintritt bezahlen, weil wir in das quasi auch in die Gebäude da reinkommen. Und das ist mal ganz interessant, weil ein Bekannter dabei ist, der aus Spanien kommt und der uns da ein bisschen mehr erklären kann. Also ich bin jetzt hier im Park Güell und wir sind gerade hier auf so einer Plattform. Und das ist wirklich ganz interessant, weil die wird gerade renoviert und da kann man im Hintergrund mal sehen, wie das so gemacht ist. Das sind quasi so einzelne Kuppeln und zwischen den Kuppeln, wenn man genau hinsieht, da sind so kleinere Abflüsse und da läuft Wasser runter. Das heißt, das ist hier so eine Decke quasi von einer Halle, die wir gleich noch sehen werden. Und diese Decke, die nimmt das Wasser auf und leitet es dann über diese Öffnung, die man da zwischen den Kuppeln sieht, nach unten weiter. Und unten ist dann noch ein Springbrunnen, da kommt das Wasser dann wieder raus, also wenn es regnet. Das ist schon sehr durchdacht gewesen. Muss man sagen, wirklich sehr cool. So, jetzt sind wir quasi bei diesen Pfeilern, wo das Wasser durchläuft. Also sieht man jetzt hier im Hintergrund. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man oben auch diese Kuppeln, die man da freigelegt sah. Weil das ist ja eine Baustelle gewesen, weiter oben. Und ja, das ist total interessant. Ne? Und jetzt können wir nochmal ein View auf diese Escuela nehmen. Auch ein Gebäude, was zum Park Güell gehört. Das ist diese ist eine Schule, also Escuela. Da hat früher der Herr Güell drin gewohnt. Und jetzt ist es halt eine Schule. Moritz-Fabrik, wo das Bier gebraut wird. Und da gibt es einen super Fanshop dabei. Total genial. Jetzt trinke ich schon nochmal Bierchen. Weil morgen geht es schon wieder zurück nach Alemannia.